Ich darf euch herzlich begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen auch den Menschen draußen an den Geräten. Mein Name ist Roland Weigel von der Ruhrgebietskonferenz Pflege und ich darf alle herzlich zu unserem Podcast hier begrüßen unter dem schönen Titel Es ist die Stunde geschlagen, weil es hat die Stunde geschlagen für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Revier. Das ist zumindest unsere Meinung. In den letzten Wochen und Monaten haben wir immer wieder mal den Satz gehört, die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas. Und wenn man mal so will und mal so das Thema Pflege und das Brennglas zu legen, dann müssen wir einfach noch mal kurz Revue passieren lassen, was denn eigentlich unter diesem Brennglas sichtbar geworden ist. Wir haben nach fast einem Jahr Ausnahmezustand immer noch feststellen müssen, dass die alten Einrichtungen im Lande ja im Prinzip die Hotspots der Corona-Pandemie sind. Seit nunmehr 3 Monaten in der sogenannten zweiten Welle müssen wir feststellen, wir haben 40% der Todesfälle, die ja Menschen betroffen haben, die in stationären Pflegeeinrichtungen gelebt haben oder leben. Wir haben 90% aller Todesfälle unter Menschen, die 70 Jahre und älter sind. Und wir kriegen es nicht hin, diese Menschen wirklich wirksam und umfassend zu schützen. Das musste sogar die Bundeskanzlerin in einem internen Gespräch, das dann auf NTV veröffentlicht worden ist, eingestehen oder zugestehen. Und deswegen sind wir der Meinung, es ist Zeit. Zeit für einen Strategiewechsel. Zeit dafür, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die Landrätinnen und Landräte auch im Ruhrgebiet aufwachen und sich vielleicht ein Beispiel nehmen an Menschen, die sie in den letzten Tagen oder Wochen immer mal wieder auch in die Schlagzeilen geschafft haben. Ich denke da zum Beispiel an den Rostocker Oberbürgermeister Klaus Rune Matzen, Oberbürgermeister in Rostock, eine Stadt mit 210.000 Einwohnern und auch immer wieder von sich reden gemacht hat Boris Palmer in Tübingen, den ja viele, naja, als grünen Halbstinkstiefel immer wieder auch bezeichnet haben, weil er mit mehr oder weniger auch mal fragwürdigen Äußerungen zu so manchen Themen rübergekommen ist. Aber eins muss man ihm zugestehen, er war einer der Ersten, der flächendeckend Tests zusammen mit Dr. Federle in Tübingen vom DRK organisiert hat und damit an vielen Stellen, glaube ich, Pionierarbeit geleistet hat, was den Schutz der Menschen in den Senioreneinrichtungen anbelangt. Wir wollen aber nicht nach Rostock und auch nicht nach Tübingen, auch nicht nach Heinsberg schauen, obwohl sich das auch lohnen würde. Wir wollen ins Ruhrgebiet schauen und deswegen, ja, und eigentlich ein bisschen auch natürlich in die Hauptstadt. Deswegen 2 Gäste hier wieder in der Runde heute. Einmal Uli Christofczyk aus dem schönen Duisburg und HG Butzko aus dem noch schöneren Berlin, wie wir vorhin gehört haben, am Landwehrkanal, der momentan zugefroren ist und ganz jungfräulich noch erscheint. Hoffentlich geht da keiner aufs Eis und bricht ein. Aber wir wollen uns heute unterhalten über die Rolle der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Landräte, vielleicht auch der Parlamente hier im Ruhrgebiet. Aber vor allem wollen wir mal reinhören in die Kommunen. Uli, in Duisburg gibt es ja eigentlich eine ganze Menge Gutes zu erzählen oder Gutes zu berichten. Ja, seit einiger Zeit, muss man sagen. Wir haben ja lange darum gekämpft, zum Beispiel auch die Kommune davon zu überzeugen, sehr nah mit den Trägern und mit den Praktikern vor Ort sich auszutauschen. Das klappt jetzt seit Wochen und Monaten. Haben wir jeden Dienstag mit dem Krisenstab der Stadt Duisburg einen sogenannten Impf- und Schnelltestgipfel, der sich rund um das Thema Corona auch beschäftigt. Wir haben dort als erstes kurz vor Weihnachten das Impfen im evangelischen Christophoruswerk, wo ich ja Vorstand bin, als Pilotprojekt gemacht. Und siehe da, wenn Menschen miteinander reden, dann können unheimlich viele Missverständnisse vorher ausgeräumt werden. Seitdem läuft das wirklich sehr gut mit der Feuerwehr, mit dem Gesundheitsamt, mit der WTG-Behörde, weil wir, wie gesagt, einmal in der Woche miteinander sprechen. Du erinnerst dich, Roland, das war schon unsere Forderung zu Anfang der ersten Welle. Beteiligt uns, beteiligt die Praktiker, dann können auch viele Einschätzungen zentral aus Düsseldorf oder aus Berlin mal relativiert werden. Das läuft ganz gut. Zweites gutes Beispiel ist, dass wir lange dafür gekämpft haben, uns zu unterstützen beim Schnelltest der Besucher, der Bewohner, der Mitarbeiter, weil meine Kolleginnen und Kollegen das alles nicht alleine schaffen können. Es gibt jetzt seit Dezember 10 Schnelltestzentren vor den Altenheimen in Duisburg, wo unsere Besucher und Besucher getestet werden, von der Stadt getragen, von der Feuerwehr und dem DRK durchgeführt. Also es hat sich viel getan in Duisburg. Und von daher hat sich gezeigt, es hat sich gelohnt, das dicke Brett zu bohren und immer wieder Sie daran zu erinnern, uns doch mitzubeteiligen. Aber das heißt, wir haben auf unserem Impf- und Schnelltestgipfel der Ruhrgebietskonferenz Pflege am letzten Freitag ja mal auch ein ja, kleines Potpourri der guten Ideen und Lösungen auch vorgestellt. Da war Duisburg so ziemlich allein auf weiter Flur, zumindest was diese Testungen anbelangt.
Die Stadt Bottrop hat sich auf den Weg gemacht und hat eine Allgemeinverfügung erlassen und gesagt, ja, wir müssen dafür Sorge tragen, dass nur getestete Besucher in die Einrichtungen kommen. Aber hat dann auch gleich wieder gesagt, das Organisieren überlassen wir dann den Einrichtungen und Trägern. Aber sie haben wenigstens noch dafür gesorgt, dass die Bundeswehr und auch die Arbeitsagenturen in Gelsenkirchen und in Bottrop dann mit einbezogen worden sind. Hat sowas Ähnliches auch bei euch in Duisburg gegeben? Ja, wir haben relativ früh darauf verzichtet, die Kommune, auch die Bundeswehr und die Freiwilligenregister anzusprechen, weil wir die eigene Lösung gefunden haben. Es waren ja Wochen auch der Unklarheit, wie das mit der Bundeswehr überhaupt laufen soll. Dann gab es Kostenfragen, die zu klären sind, eine höhere Bürokratie. Und nee, wir haben uns relativ schnell geeinigt, dieses Angebot anzunehmen, dass die Kommune über die Rettungsdienste, insbesondere DRK, da eigene Zentren aufbaut. Und Sie haben uns jetzt am Dienstag noch versichert, dass das auch noch über den März hinaus funktioniert an der Stelle. Man muss ja wieder sagen, das ist der Flickenteppich im Ruhrgebiet, den wir ja schon so oft besprochen haben. Wir haben 31 Kreise, 22 kreisfreie Städte und jede Kreis, jede Stadt macht es so, wie es für richtig hält, beziehungsweise macht es einfach unabgestimmt. Und das ist ja das, was wir von Anfang an nicht verstehen können. Diese Balkanisierung der Ruhrgebietsmetropolen, dass jeder da sein eigenes Süppchen kocht, ist unerträglich. Und deswegen auch die Initiative Bürgermeister. Vielleicht guckt der Bürgermeister in Duisburg mal und sieht, dass es auch in Essen einen Bürgermeister gibt und vielleicht auch in Dortmund und in Bottrop und im Kreis. Und die stimmen sich mal gemeinsam ab. Das wäre doch echt toll. Und die Gesundheitsämter stimmen sich mal ab. Ich meine, fast unglaubliche Forderung, dass die sich mal an einen Tisch setzen. Ich verstehe das alles nicht. Und von daher hauen wir jetzt die Bürgermeister mal direkt an und zählen drauf. Ich will jetzt auch viel Hoffnung verbreiten. Ich denke, dass die vielleicht dann doch sich mal zusammensetzen in der Ruhrmetropole und im Ruhrparlament, wo sie jetzt zusammen sitzen, in neuen Ausschüssen mit 91 Delegierten. Vielleicht fangen sie einfach mal ganz klein an und sagen, wir überlegen mal, die Leitung unseres Gesundheitsamtes zusammenzuführen und die sollen sich mal an einen Tisch setzen. Das wäre schon ein super Anfang. Mhm. Aber ein Tisch heißt ja momentan auch, da wird viel gesessen, man kann sich nicht begegnen, man macht das alles per Videoschalte. Die letzte Videoschalte, die uns ja gerade auch beschäftigt hat, war ja die in Berlin mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen, wie man jetzt immer so schön sagt. Und da muss man da auch wieder sagen, der Berg kreiste und raus kam eine Maus, oder HG? Was würdest du sagen aus deiner Berliner Perspektive? Naja, also das hat ja der Matzen in Rostock schön auf den Punkt gebracht. Ne? Da oben, das ist hier die Brücke und unten vor Ort, das sind die Leute im Maschinenraum. Und das Entscheidende ist eben, dass wir im Maschinenraum, wie Herr Palmer oder Herr Matzen einfach gesagt haben, wir warten nicht darauf, bis uns irgendjemand eine Erlaubnis erteilt, eine Kompetenz zuweist, irgendeine Verantwortung übergibt, sondern wir handeln es einfach. Also was Palmer und Matzen einfach gezeigt haben, ist, das ganze Gelaber geht uns mal konsequent am Arsch vorbei. Klar, wir haben Verordnungen, die wir uns halten müssen, aber in unserem Spielraum, den wir haben, warten wir jetzt nicht ab, bis uns jemand eine Genehmigung erteilt. Wir handeln jetzt. Wir gehen es einfach, wir machen jetzt einfach mal. Und siehe da, es kommt halt niemand auf die Idee und sagt, das dürft ihr aber nicht. Das ist ja die große Angst, ne? dass wenn man irgendeinen Schritt macht, ein anderer dann eventuell dann reingrätschen könnte mit dem Verweis, dafür seid ihr gar nicht zuständig. Aber genau das passiert in der Pandemie anscheinend nicht. Wenn sich einer nur rauswagt, dann sind eigentlich alle dankbar. Und dann folgt im Ganzen auch sofort eben auch sehr viel Bereitschaft, das zu unterstützen. Die Folge ist eben Rostock, beste Inzidenzien von Anfang an, also auch die zweite Welle, Tübingen auch, wie wir wissen, vorbildlich. Ich muss sogar lachen, weil die Gesundheitsämter sich auch noch miteinander verbinden sollen. Das Problem ist, sie kennen voneinander die Faxnummern anscheinend nicht. Ja, ich weiß. Ja, aber es gibt ja jetzt den klaren Beschluss, dass die digitalisiert werden sollen. Ja, viel Spaß, wenn das genauso schnell geht, wie eben alle Entscheidungen jetzt, die zwischen der ersten und zweiten Welle geknüpft werden, dann können wir vielleicht inklusive der Entscheidung für Novemberhilfen für Selbstständige und Gewerbetreibende, also vielleicht haben wir dann im Jahr 2023 die Digitalisierung der Gesundheitsämter vorangebracht. Aber HG gerade sagte, das finde ich nochmal wieder, echt, muss einfach ein Ja, das Problem war gerade, dass bei der Novemberhilfe genau da dir der Stöpsel gezogen worden ist. Sprich, dann hat es mit der Leitung nicht funktioniert. Also mit der Novemberhilfe musst du leider nochmal sagen. Okay. Es ist halt, oder mal anders, für den Schnitt jetzt, bitte schneiden.
oder mal anders formuliert, ne? Ob bei den Novemberhilfen, ob bei den vielen Entscheidungen, egal wo, das Ganze verzögert sich, das Ganze klappt nicht so, wie es klappen muss, vielleicht auch einfach Initiative zeigen. Also wenn zum Beispiel die Gesundheitsämter darauf warten, dass man dann verbieten, die arbeiten ja noch mit Faxgeräten, die haben die Faxnummer nicht voneinander und vielleicht muss auch da mal eine Gesundheitsleiter einfach Initiative ergreifen. Das Geheimnis ist wahrscheinlich nicht darauf zu warten, bis einer eine Genehmigung erteilt, das Entscheidende ist, einfach jetzt mal loslegen und die Erfahrung zu machen, niemand verbietet es einem. Aber das ist, glaube ich, nochmal, wenn ich da auch nochmal reingehen kann, genau das Entscheidende, auch meine Erfahrung. Das, was der HG sagt, der Palmer oder der Matzen oder auch von mir aus der Landrat da in Heinsberg, es braucht Initiative, es braucht Mut einfach auch, sich sozusagen mal gegen vielleicht auch das Land oder das Bund, den Bund zu stellen. Ich erlebe im Ruhrgebiet einfach auch nur eine ungeheure, wie soll ich sagen, devote Rolle der Kommunen gegenüber dem Land. Die warten wirklich. Ja, ergibt das die Verordnung? Darf ich das, anstatt sozusagen initiativ auch mal zu werden? Ich glaube aber, je länger jetzt so die Pandemie dauert, desto mutiger werden auch kommunale Entscheidungsträger. Man darf im Ruhrgebiet auch nicht unterschätzen, die gesamten parteipolitischen Verbindungen der Personen untereinander. Also es ist ja nicht umsonst, glaube ich, dass der Bürgermeister in Rostock ja unabhängig ist, parteiunabhängig ist. Da sind schon, also Leiter des Gesundheitsamtes warten auf die Vorgabe des Dezernenten. Der Dezernent wartet auf die Vorgabe des Ministeriums in Düsseldorf. Und wir haben zum Beispiel in Duisburg die Frage gestellt, warum machen wir denn nicht verdammt nochmal jetzt endlich die Initiative von dezentralen Impfzentren für die Ambulanten, für Frau Meier im 7. Stock. Da sitzen die mir entgegen und sagen, ja, das finden sie gut, aber Düsseldorf hält da nichts von an der Stelle. Da habe ich gesagt, das ist doch egal, lass es uns doch machen. Vernünftige Menschen hier vor Ort ergreifen Initiative. Und ich glaube, und das ist das, was ich so erlebe, eine ungeheure Angst, ich weiß auch nicht, wo immer. Die Kommunen sollen ja die Gestalter der Daseinsfürsorge sein an der Stelle. Da braucht es aber auch Personen, die da gestalten wollen und die Mut haben an der Stelle. Da gibt es noch zu wenige. Aber vielleicht können wir die Bürgermeister ja ermutigen mit unserer Morgen-Initiative. Aber ich erlebe da einfach unheimlich viele, ja, Gehorsam einfach. Ja, dürfen wir nicht. Düsseldorf ist dagegen. Ja, und? Obrigkeitsdenken. Ja, ist tatsächlich so. Ja. Also sehr stark. Die Angst davor, einen Fehler zu machen, die Angst davor, in Regress genommen zu werden, die Angst davor, irgendwelche Schadensersatzforderungen. Wir haben jetzt gerade eine Pandemie, eine Ausnahmesituation. Und da muss man einfach, ich meine, zum Beispiel der Matzen in Rostock erzählt, der hat eben einfach gesagt, so, du, ihr macht es das, Ende der Debatte. In anderen Orten wurde das mal vier Wochen, ich hab den die Anschlag gesehen, der wurde 4 Wochen damit verbracht, erstmal vom Gesundheitsamt die Genehmigung reinzukriegen, im Seniorenheim testen darf. In den Wochen sind wieder Leute gestorben. Da haben andere Bürgermeister gesagt, weißt du was, du, ihr stellt jetzt vor das Seniorenheim und testet. Ende. Naja, und da muss man aber auch noch die Traute haben, dann auch sich darüber hinwegzusetzen, dass die Kosten nicht geklärt sind. Das ist das Beispiel in Tübingen, wo die DRK-Chefin gesagt hat, ja okay, dann bezahle ich das eben erstmal aus eigener Tasche. Ihr wurde ja von Seiten des Landes geraten, ja, mach das doch über Spenden, genau. Also, die Tests über Spenden zu finanzieren. Ja, und da haben die einfach gesagt, wir machen das schon irgendwie, wir kriegen das hin. Ja, ich frage mich auch, warum das nicht geht, dass man in den Städten hier auch im Ruhrgebiet sagt, ja, wir haben hier eine Taxibranche, die momentan am Boden liegt. Warum schaffen wir es nicht, dass wir wirklich zum Beispiel Einkaufszeiten für Senioren anbieten, wo die halt eben dann auch von den Taxidiensten, was weiß ich, zwischen 9 und 11 Uhr morgens zum Einkaufen, zum Arztbesuch gefahren werden, damit die sich halt eben nicht begegnen, weil, das haben ja auch die Kollegen von der Anstalt so schön gesagt, es sterben ja nicht nur die Menschen in den Pflegeeinrichtungen, es sterben ja auch die Menschen zu Hause und die Menschen zu Hause vereinsamen auch. Die vereinsamen nicht in den Pflegeeinrichtungen. Da gibt es in der Regel Besuch, da gibt es in der Regel auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gibt es auch eine Gemeinschaft untereinander. Aber das eigentliche Drama spielt sich doch im Augenblick im Prinzip in den eigenen vier Wänden ab, wo keiner sich hintraut von den Angehörigen, wo die Menschen sich halt eben auch nicht trauen, rauszugehen. Und da wird nichts oder wenig zumindest für getan. Und das könnte man doch eben genau vor Ort machen. Tübingen hat es vorgemacht mit dem ÖPNV-Tarif für Taxifahrten im Stadtgebiet. Ich frage mich, warum wir das hier im Ruhrgebiet noch nicht haben. Zeitfenster für Einkäufe. Senioren dürfen jeden Tag einkaufen gehen mit der Sicherheit, in der Zeit läuft da kein Jungspund im Supermarkt rum. Perfekt. Aber mich hat zum Beispiel wirklich lange auch, oder beschäftigt mich wirklich die Frage, weil du sagtest, warum gelingt uns das nicht, so offensichtliche Dinge einfach mal zu machen. Ich habe mal gelernt, Not kennt kein Gebot. Das heißt,
Wir können nicht darauf warten, dass irgendwelche Absicherungen von irgendwelchen Ministerien kommen, sondern tun, machen. Dazu gehört aber auch der Mut, Fehler zu machen, Verantwortung zu übernehmen. Und da muss man einfach sagen, jedenfalls die Kommunalpolitiker, die ich bisher kennengelernt habe, die sind halt tatsächlich voller Angst, Fehler zu machen, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen wartet jeder auf die nächste Instanz. Das ist nichts anderes als Delegation von Verantwortung. Und zwar irgendwohin. Ja. Und dann dauern Prozesse unendlich lange und dann passiert gar nichts. Ich erlebe aber so langsam, dass das ein bisschen bricht. Es einzelne Personen, aber es braucht Mut und es braucht Handlungs- und Verantwortungsbewusstsein, gerade bei Bürgermeistern, Landräte an der Stelle. Aber das ist für mich die Erklärung, warum offensichtliche Dinge einfach nicht gemacht werden. Also, naja, vielleicht letzter Satz nochmal. Ich wollte gerade sagen, wir können... Ja. Mach du. Ich wollte nur sagen, wir können froh sein, dass es sich um ein Virus handelt und nicht um einen militärischen Angriff. Gut. Ja. Ja, aber die Frage zum Beispiel, die wir seit Wochen bewegen, Roland, wer denkt eigentlich an Frau Meier im 7. Stock der Wohnanlage, die da alleine sitzt? Meine Mutter ist 86, total agil, total kommunikativ, ging zum AWO-Kreis, war parteipolitisch und weiß ich nicht. Da ist ja alles dicht, passiert ja nichts. Die sitzt jetzt in ihrer Bude. Und wir besuchen sie einmal in der Woche, das ist mindestens. Aber ich merke so langsam, dass die fehlt, die Kommunikation, die sozialen Kontakte. Und das ist noch ein Beispiel, die hat noch 3 Kinder. Wie viele Menschen sitzen in ihrer eigenen Häuslichkeit, wo nichts passiert? Und da wird sozusagen die Situation in stationären Settings kritisiert, dass die Leute isoliert sind. Das sind die letzten Leute, die isoliert sind. Jetzt will ich das nicht heroisieren, was da in Altenheimen passiert, aber wir machen 80 Mal mehr mit den Menschen in unseren stationären Settings als isoliert allein zu Hause. Warum mache ich nicht Begegnung? Warum mache ich nicht endlich die Idee von dezentralen Impfzentren? Wie soll denn jemand von Bottrop zum Impfzentrum nach Recklinghausen kommen, der über 80 ist? Das muss mir mal einer erklären. Das geht nicht. Das haben wir aber schon vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr gesagt. Und trotzdem sagen die immer noch, ja, Herr Laumann möchte aber, dass die zentralen Impfzentren bedient werden. Und deswegen wird das nicht gemacht. Ja, oder warum ist es nicht möglich, dass wir in einer Stadt wie Gelsenkirchen, wo wir immer Begrüßungspakete für Babys, für Familien organisiert haben, warum ist es hier nicht möglich, dass es FFP2-Masken gibt für die Pflegebedürftigen, die hier zu Hause leben, die man dann auch hinbringt oder die man den Angehörigen dann auch übergibt? Ich fasse mich ehrlich gesagt an den Kopf, dass es irgendwie Wochen dauerte, bis die Bezugsscheine für FFP2-Masken fertig waren. Warum hat das so lange gedauert? Weil die fälschungssicher sein mussten. Also finde ich eine Geschichte, die ist unfassbar. Wir denken immer zuerst mal an den Betrug und daran, dass man möglicherweise etwas, missbrauchen könnte. AG. Unsere Nachbarin hat heute 10. Februar, unsere Nachbarin hat heute, 10. Februar, diese Bezugsscheine bekommen. Und im Begleitschreiben steht, hiermit haben Sie ein Anrecht auf, 15 oder 16 Masken. Die ersten 4 können Sie sich bis zum 6. Januar kostenlos abholen. Also vor 5 Wochen. Ja. Was aber diese Delegation von Verantwortung, die damit zusammenhängende Abnutzung und Reibungsverluste, ich fand wirklich die Anstalt, die Kollegen, die das da gemacht haben an der Stelle, dermaßen anschaulich, als ich das geschaut habe, wie die Uhr weiterlief, wo die sich abstimmen mussten, bürokratisch. Das ist tatsächlich eine echt traurige Geschichte, zurückblickend an der Stelle. Und das zeigt nochmal, dass wir in der Pandemie greifen alte Systeme nicht mehr, sozusagen von hierarchischen Strukturen, sondern da müssen einfach auch mal Menschen Dinge in die Hand nehmen und einfach mal machen an der Stelle. Da sind übrigens auch, wenn ich mal sagen darf, die Kirchen, Wohlfahrtsverbände auch teilweise viel zu lahm und viel zu bürokratisch selber auch. Also da erlebe ich auch selbstkritisch viel zu wenig Druck drauf an der Stelle auch. Und von daher ist es wirklich traurig. Aber diese Nummer in der Anstalt hat da sehr anschaulich. Ja, ich habe gesagt, gekriegt. Das war so und ist so. Naja, die Angst davor, einen Fehler zu machen und im Nachhinein zur Verantwortung gezogen zu werden, die ist, sagen wir mal, nachvollziehbar, aber sie ist nicht begründet. Ich glaube, niemand wird in 1-2 Jahren irgendjemandem einen Vorwurf machen, das hättest du nicht tun dürfen. Ja? Niemand wird doch Herrn Matzen oder Herrn Palmer vor Gericht schleppen, weil er sich über Verordnungen weggesetzt hat, wenn er einfach mal dafür gesorgt hat, dass das Überleben gestattet, dass er Leben gerettet hat, dass das was organisiert wurde, dass was funktioniert hat. Da wird doch keiner hingehen und sagen, und du hast dich aber nicht an die
Schlüpfen gehalten. Ist doch absurd. Naja, ganz so absurd ist es nicht, weil es gibt im Augenblick einen Kampfbegriff, der umgeht in den Medien. Das ist der sogenannte Impfdrängler. Der Impfdrängler ist ein Mensch, der sich gut, wie man halt eben auch im Begriff schon hört, beim Impfen dann gern mal nach vorne drängelt. Damit ist unterstellt, dass Menschen halt eben jetzt die überzähligen Impfdosen dann halt eben für sich auch eingesackt haben. Es gibt da diese herrlichen Beispiele aus Halle. Im WDR sind die Feuerwehrführungskräfte aus Remscheid an die Wand genagelt worden. Ich muss gestehen, da haben dann anschließend, glaube ich, eine Menge Menschen Angst bekommen, wenn sie halt eben ganz pragmatisch mit überzähligen Impfdosen umgegangen sind, dass sie dann plötzlich am Pranger stehen. Und das finde ich auch ein Phänomen, was im Augenblick um sich greift, dass wir halt eben an vielen Stellen dann sehr schnell auch den dicken Hammer rausholen und die Menschen am Nasenring in die Öffentlichkeit zerren, wenn sie vermeintlich über die Stränge geschlagen haben. Und ich habe das oft erlebt. Ich habe das erlebt, ich bin persönlich angerufen worden mit der Bitte, mal zu unterstützen, zu helfen, wenn es darum ging, überzählige Impfdosen zu verteilen, weil Wochenende anstand, sogar ein langes Wochenende über Neujahr, Silvester anstand und man nicht wusste, wohin damit, weil 40 Impfdosen plötzlich über waren. Und anschließend wird dann für den pragmatischen Umgang ja nach Verantwortung und nicht nur nach Verantwortung, das kann man ja noch tun, aber nach Schuld dafür gesorgt, dass die nicht an die richtigen Leute gekommen sind. Und ich finde, das sind Dinge, die, ja, die machen natürlich, die bremsen auch Initiative. Wobei ich nochmal, also ich sage dir mal ganz ehrlich, ein Beispiel jetzt, wir waren am 27. Dezember, habe ich ja gesagt, mit dem ersten Impftermin da bei uns im Campusgelände und damals hieß es noch, dass aus so einer Fläschchen 5 Dosen zu ziehen sind, in Wirklichkeit waren 6, also hatten wir am Ende mehr Impfstoff als Impfwillige angemeldet. Und dann hatten wir auf einmal die Situation, dass wir die Alternative hatten, das entweder wegzuschütten oder auf unserem Campusgelände Kolleginnen und Kollegen zusammenzutrommeln oder auch Mieter unserer Wohnung, die eigentlich noch gar nicht dran waren und haben uns danach auch viel Kritik angehört. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist mir völlig egal. Ich hätte schon fast gesagt, scheißegal, weil jeder, der da geimpft wird, anstatt es wegzuschmeißen, ein vernünftiger Akt ist an der Stelle. Und von daher ist halt wieder eine typische Diskussion. Am nächsten Tag hat die regionale Presse bei uns angerufen und wollte nicht wissen, dass wir erfolgreich über 800 Menschen bei uns geimpft haben mit einem Riesenaufwand, sondern wollten wissen, ob es stimmt, dass 23 überschüssige Dosen an irgendwelche Feuerwehrleute gegangen sind. Da haben gesagt, ja. Und da sage ich Ihnen, da sprach ich auch mit, da bin ich sogar stolz drauf, dass wir die nicht weggeschüttet haben, sondern dass wir Feuerwehrleute oder auch Mieter unserer Mietwohnung geimpft haben. Aber diese Diskussion, die ist einfach auszuhalten. Und deswegen würde ich mir auch wünschen... Das ist das Entscheidende. Einfach zu sagen, okay, dann kriege ich Kritik. Ja. Dann komme ich an den Pranger. Was ich ja sage, ist, du kriegst aber kein Gerichtsverfahren deswegen. Du wirst nicht später dafür irgendwie richtig, richtig ärgern. Du kriegst ein bisschen Shitstorm vielleicht oder so oder Gegenwind. Aber du wirst nicht wirklich in Regress genommen wegen so einer Aktion. Oder du machst Folgendes, du legst es hinterm Supermarkt in den Müll, dass dann die jungen Leute containern. Dann können sie die Impfdosen dann selber und in der WG noch verteilen oder so. Ich glaube, dass im Moment Kommunalpolitiker, Bürgermeister, Landräte, die Gestalten nicht Angst haben müssen, von Kadi zu kommen, sondern die können eigentlich die Chance ergreifen, sich zu profilieren damit an der Stelle. Also was passiert denn mit Palmer oder mit dem Kollegen? Die werden doch gefeiert, mit Recht werden die gefeiert. Ich würde mir viel mehr auch. Ja, ich würde mir sehr viel mehr Mut vorstellen. Ich glaube, dass sich das auch lohnt. Und wie gesagt, unsere kleine Initiative mit der Ruhrgebietskonferenz, morgen alle Bürgermeister oder wir haben ja schon Bürgermeister und Landräte angeschrieben, die mal wirklich zu pushen und zu sagen, Mensch, komm mal aus dem Quark und ich muss doch nicht als SPD-Oberbürgermeister einer großen Metropole sagen, ja, aber der Herr Laumann, der sieht das anders und das ist das Ministerium. Ja, wie klein machen die sich denn selber da in den Kommunen? Dann sollen die Gestaltungsräume von Daseinsfürsorge sein, da lache ich mich ja tot. Also da muss wirklich ein bisschen mehr passieren. Und Herr Laumann gibt ja alle Nase lang auch zu, dass er auf Sicht fährt. Und diese Sicht ist offensichtlich sehr begrenzt. Beispiel, am Montag hat er noch gesagt, es gibt ja mittlerweile sogar die Erfahrung, dass man 7 Dosen rauszieht, wenn so kleine Reste in den Fiolen bleiben. Dann muss man sie zusammenkippen. Am Montag hat er noch gesagt, um Gottes Willen, nein. Ein Tag später war aus seinem eigenen Haus zu hören, ja natürlich, weil es hatte jemand hochgerechnet, dass man damit 15% mehr aus dem jetzt vorhandenen Impfstoff ziehen kann. Und siehe da, die Sicht war wieder frei und man durfte auch das jetzt plötzlich. Also von daher, ich glaube auch, dass es Sinn macht, den eigenen Blick zu schärfen und mit dem eigenen Blick auf die eigene Perspektive in der eigenen Stadt oder beziehungsweise auch nochmal vielleicht noch zum Kollegen in der Nachbarstadt oder im Revier, auch mit den Kollegen untereinander, den Blick zu schärfen.
Jetzt ist HG wieder. Stell dir mal vor, ein SPD-OB macht eine Eigeninitiative, Aktion. Stell dir vor, ein SPD-OB macht irgendwas mit Eigeninitiative. Und dann kommt der Laumann und sagt, das darfst du nicht. Ja, aber meinst du, wer kriegt die schlechtere Presse? Ja, ja, also die SPD-Bürgermeister jetzt in Nordrhein-Westfalen und im Ruhrgebiet, die verstehe ich so und so nicht an der Stelle, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dass ich als CDU-Bürgermeister eventuell da noch irgendwie kusche. Aber die könnten sich ja auch im Landtag, die Landtagsabgeordneten, die teilweise bei unserem Impfgipfel dabei waren, wann wäre denn Zeit, sich als Opposition zu profilieren, wenn nicht jetzt an der Stelle? Aber auch das ist ein trauriges Bild. Ich finde zum Beispiel der Landrat da in Heinsberg ist ja ein CDU-Mann. Der hat relativ klar und deutlich seine Meinung gesagt. Nämlich als Laschet sagte, erfolgreicher Impfstart und hat ja da geprahlt, ist er dem in die Parade gefahren. Mit einem Statement, was ich wirklich richtig authentisch und ehrlich finde, hat gesagt, da ist überhaupt nichts gut gelungen. Da ist gar nichts gut dran. Und ich möchte auch mehr Meinungsvielfalt. Und von daher verstehe ich überhaupt nicht, warum nicht die Oberbürgermeister von Dortmund, von Duisburg, gut, der Essener ist ein CDU-Mann, aber egal, warum die sich nicht tatsächlich da auch mutiger vorangeben. Ich finde es wichtig, Roland und HG, das haben wir auch immer gesagt, guckt auf die kommunalen Strukturen, holt euch die Stakeholder, die Experten aus der Kommune zusammen, Träger, Feuerwehr, und dann wird es auch gute Pläne geben und setzt die um. Und wenn das nicht in der Verordnung steht, what else, HG? Wir werden nicht in den Knast kommen deswegen, sondern im besten Fall werden wir gefeiert. Im schlechtesten Fall haben wir vielleicht auch mal einen Fehler gemacht. Aber das muss jetzt losgehen. Das kann so nicht weitergehen. Ja, okay. Danke, meine Herren, für diesen unterhaltsamen Abend. Und ich glaube, wir haben uns gut in Rage geredet zwischendurch, weil so langsam, finde ich, ist es auch genug. Das haben auch die Beschlüsse jetzt von gestern, also sprich von der letzten Bundeskanzlerinnen- und Ministerpräsidentinnenrunde gezeigt. Da kommt eigentlich im Augenblick nichts Neues, nichts Gutes und auch schon gar nichts Kreatives und auch nichts, was die Menschen auch irgendwie auch nochmal ja, wirklich aufrüttelt, aufschüttelt im positiven Sinne. Wir haben statt Licht am Ende des Tunnels im Augenblick mal wieder mehr Tunnel am Ende des Lichts. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, es gelingt uns, die Bürgermeisterin und die Landrätin hier im Ruhrgebiet, zu mehr Zusammenarbeit, Eigeninitiative und Mut zu bewegen. In diesem Sinne, Glück auf und kommt gut ins Bett. Tschüss. Tschüss.